Ja, hier ist wieder euer Falk und ich habe wieder eine neue Matchbox-Kiste bekommen. 2022, die Nummer 6. Ja, es sind wieder 72 Modelle drin. Ja, und dann schauen wir da einfach mal, was diesmal so Schönes dabei ist. Und los geht's. Wir fangen an mit einem VW Käfer in dunkelgrün. 1962er Volkswagen Beetle. Ja, Käfer geht immer. Ist ein Klassiker. Schönes Auto. Und es ist dreimal vorhanden. Weiter geht's mit einem Ford Interceptor Utility NYPD. Die New Yorker Police Department. Kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe das Gefühl, den hatten wir schon mal. Aber es sind drei Stück drin. So, den hatten wir auf alle Fälle schon mal. Ein 94er Lexus LS400 in Beige Metallic. An den kann ich mich erinnern. GXM40. Haben die jetzt alles für Nummern? HFT haben die da jetzt ja, ne? Genau. HFT hat der Käfer. Also das ist quasi ein altes Modell, was sie hier nochmal reingeschmuggelt haben. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass der gut lief. Also nicht so schlimm. So, jetzt haben wir noch einen neuen Müllwagen. Diesmal weißes Fahrerhaus. Blauer Container. Garbage King nennen sie das. Und der ist auch dreimal drin. So, das scheint was Neues zu sein. NASA Patrol, also die NASA Sicherheitsdienst. Ah, hier war das Geld wieder alle. Auf der Rückseite ist keine Bedruckung. Vorne auch nicht. Dieser Blinker kommt von der Seite. Herrlich. Gut, ein Dodge Charger Polizeiausführung. 2, 3, 4, 5 Stück in der Flotte. So, Toyota Land Cruiser FJ40. Das ist quasi dieses Urmodell. Schaut auch urig aus. In einem Grau, ist das metallic? Leicht metallisch, weißes Dach. Der sieht aber ganz schnieke aus. Und es sind drei Stück vorhanden. So, hier haben wir wieder was Feines. In einer neuen Farbe, den hatten wir schon mal in Blau. Ich glaube sogar mal in Gelb. Ein 99er. BMW 2002. Der hat auch vorne eine Bedruckung und hinten eine Bedruckung. Da fährt auf Seite nichts, aber da braucht er nichts. Wunderschön. Der gefällt mir. Wird sicher auch seine Anhänger finden. So, gehen wir vom Klassiker zu einem zukünftigen Automobil. Tesla Modell Y. Ja, gibt es jetzt auch schon in mehreren Farben. Und es sind 4 Stück dabei. Ja, den hat man schon mal in der französischen Serie jetzt erst kürzlich gehabt. Der Citroën Ami. Auch ein Elektroauto. Vorne wie hinten gleich. Man dann sehen, wie rum man fährt. So, kann man machen. Muss man auch nicht. So, und der Subaru SVX. Den hatten wir auch schon mal in irgendeiner anderen Farbe. Ich glaube, irgendeine Rot war das. Und jetzt ist es, ich würde es mal Anthrazit nennen. Der hat auch schöne goldene Felgen. Schönes Modell und es sind 4 Stück
dabei. So, mal hier die Pappe rausnehmen. Zack. Da schauen wir doch mal, was hier. Oh. Oh. Audi e-tron. Na, der wird sicher sehr beliebt sein. Sorry, der kostet 1 Euro mehr. Aber Audi geht immer sehr gut. Und der neue e-tron in einer schönen Farbe, ne, das kommt ja auch noch mit dazu, was sie so für Farben verwenden. Aber der ist klasse, auch viermal dabei. Ja, jetzt haben wir hier wieder hier eine Jeep-Variante. Jeep Wrangler Super Lift. Naja, gut. Bisschen breit, ne? Ist nichts für die Straßen hier. Wirklich nur was fürs Gelände. Und der ist dreimal drin. So, was haben wir denn hier? Cadillac CT5V. Aha. Das ist doch gar nicht so schlecht gemacht, das Ding. Übrigens gibt es ein Cadillac-Autohaus. Aber rumfahren sieht man selten welche. Gut, ja, kann man machen. Weiß nicht, schwarz wäre vielleicht besser oder silbern. Aber da er scheinbar unbedingt auf dem Markt will, haben wir gleich 5 Stück gekriegt. So, weiter im Text. Ach, hier Tesla wieder. Diesmal das Modell X in einem weiß Metallic. Schwarzes Dach, ne, ohne Dach. Quasi Glasdach, sieht man es, jetzt sieht man es. So, mit dem Lichteinfall. So. Tesla geht immer, der ist verkehrt rum drin, das ist auch wieder klar. Das ist doch, ne? Alle fahren sie nach links und einer will nach rechts. Weiter im Text. Ja, jetzt haben wir wieder so einen Geldtransporter, das gab es auch schon mal. Und das Fahrerhaus ist aus Kunststoff. Das sieht man, weil das hier so ein bisschen speckig glänzt. Da ist kein Lack drauf. Jo. Manchmal braucht man sowas. Und 4 Stück hätte ich dann in der Kiste. So. Oh, das ist was Feines. Und zwar, das ist ein Ford Mustang. Und zwar die neue E-Variante. 2021er Mustang Mach-E, also ein SUV. Warum der natürlich Mustang heißen muss, verstehe ich natürlich nicht, weil das sind ja schöne Sportwagen. Hätten sie für dieses SUV-Vehikel auch einen anderen Namen nehmen können. Es gibt ja noch genug Pferde. Wie wäre es mit Haflinger? Würde doch viel besser passen zu dem Dickschiff. So. Dann ein Cargo-Truck, ja, so ein typischer Auslieferungstruck bei uns, manchmal noch als Ups-Auto zu sehen. Hier von irgendeiner anderen Bude. In Blau. Oder mal 3. War hier noch was dabei? Nee. Also 3 Stück davon. So, jetzt neigen wir uns schon wieder dem Ende zu. Und zwar mit einem Ford Coupé Modell B 1932. Ja, und das ist hier schwarz oder dunkelblau. Das ist gar nicht so einfach zu erkennen. Da muss ich ja glattweg nochmal mit der Taschenlampe leuchten. Es ist ein dunkelblau. Jetzt sieht man es, hat vorne keine Kotflügel, hinten auch nicht. Also es ist irgend so ein. Na, wie nennt sich es gleich? Sportlich gemachtes Oldtimer-Denke. Ja.
gibt es auch glatte 5 Stück davon. Ja, und als allerletztes haben wir einen McLaren 720 Spider in einem hellgrün. Jo, die Farbe fetzt. Fällt ein bisschen auf. Der McLaren sieht auch schön aus. Gelungenes Modell, würde ich sagen. Zack. 4 Stück in der Kiste. Ja. Das war's. Das ist die Ausbeute. Wenn ihr was davon haben wollt, dann schaut einfach in meinen Shop. Ansonsten, bis bald. Euer Falk.